Handbrake ist ein kleines, nützliches Programm, um Videofiles sehr schnell, sehr, sehr klein zu komprimieren. Durch seine benutzerfreundliche Oberfläche ist es natürlich sehr einfach zu bedienen, bietet aber auch professionellen Anwendern, die Ahnung vom Komprimieren haben, auch wirklich viele Einstellungen. Es gibt ein paar Presets, unter anderem für Apple-Geräte, für ein reguläres Video, das benutze ich dann auch immer. Sein Videofile kann man ganz einfach über den Source-Button hinzufügen, das wird dann kurz bearbeitet und dann kann man eigentlich auch schon mit der Konvertierung beginnen. Außerdem muss man dann noch festlegen, wo die Datei hingespeichert werden soll und wie sie heißt. Wenn man mit dem normalen Preset nicht zufrieden ist, um irgendwelche Videos zu komprimieren und umzuwandeln, kann man natürlich auch in den Einstellungen hier noch Videofilter hinzufügen oder andere Einstellungen tätigen, damit es eben noch besser oder, wenn man es nicht richtig hinkriegt, schlechter aussieht. Man kann natürlich noch eine Warteschlange festlegen, indem einzelne Videos hintereinander direkt gerendert wird. Das finde ich allerdings etwas schwierig, weil man da jedes Video einzeln hinzufügen und bearbeiten lassen muss. Außerdem gibt es im Internet auch einige Presets, die man sich runterladen kann und importieren kann. Man kann auch eigene Presets exportieren, das ist aber noch in einer Beta-Version. Für Pro-User gibt es da noch ein Activity-Window, das ist ganz lustig, wenn das da runtergerattert wird, aber bringen tut es dem Normalanwender eigentlich nichts. Das ganze Programm gibt es kostenlos im Internet, das ist das Beste wirklich an diesem Programm. Für Mac gibt es das natürlich auch, ich habe hier in dem Fall ja einen Windows-PC, aber das Programm tut, was es soll. Hat man auch erstmal gestartet mit dem Rendern, geht es wirklich relativ schnell. Ihr seht es hier für ein 260 MB irgendwas Video, also in dem Fall das iPhone 4S Review, was ich mal gemacht habe, dauert es ungefähr 10 Minuten. Dazu muss man sagen, ich habe einen Quad-Core-Rechner mit 2,3 GHz. Mir wurde das Programm auch erst von anderen YouTubern empfohlen. Ich wusste es vorher auch noch nicht, wie das funktioniert, was das ist. Und ich finde es einfach total cool. Ich möchte es euch anderen YouTubern einfach empfehlen, weil dadurch die Upload-Zeit rapide verringert wird. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Schaut euch meine anderen Videos an, folgt mir auf Twitter und lasst vielleicht ein Abo da. Ciao.